Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Nachmittagssitzung. Die beginnt mit der Keynote Nummer 2 und sie wird gehalten von Frau Saskia Esken, die ich hiermit sehr herzlich begrüße. Frau Esken ist Mitglied des Deutschen Bundestags, das darf man verraten, für die SPD. Und sie ist als Mitglied des Deutschen Bundestages auch Mitglied des Ausschusses für Digitale Agenda und des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung. Ich hoffe, das stimmt, sowie, wie gesagt, Digitale Agenda. Sie wird in 15 bis 20 Minuten maximal, umso besser, vortragen über, Sie können es da oben lesen, digitales Publizieren in der Geisteswissenschaft. Im Programm steht noch ein Untertitel, ob der absichtlich hier nicht mehr erscheint oder unabsichtlich, es wird sich dann gleich herausstellen. Der Untertitel, den ich hier dem Programm entnehme, lautet Open Access and Open Data als Weg der Zukunft. Also wir haben es natürlich heute auch hier mit Zukunft. Zunächst kurz nochmal zur Person. Frau Esken ist Informatikerin, stimmt das? Gewesen, gut. Aber das prägt wahrscheinlich auf Dauer. Gut. Und sie ist natürlich in ihren politischen Funktionen, wie sich das gehört, Gemeinderätin, Kreisrätin, Regionalrätin und Vorsitzende der entsprechenden Orts- und Kreisvereine der SPD. Damit lasse ich es genug sein, damit wir, wie gesagt, nicht mehr Zeit verlieren als unbedingt nötig. Es füllt sich der Saal und damit haben Sie ausreichend Zuhörer, um uns zu diesem Thema etwas vorzutragen. Sie haben das Wort. Schönen Dank. Ja, sehr geehrter Herr Professor Horstmann, also es geht ja besser und ohne Vorbeugen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, vielen Dank, dass ich hier bei Ihnen sprechen kann, bei Ihrer sehr spannenden, interessanten Veranstaltung und gleich mein Bedauern ausdrücken muss, dass ich das tue, was Abgeordnete oft aber ungern tun, nämlich hereinschneien, sprechen und wieder gehen, denn ich habe heute Nachmittag noch Sitzungen, hatte heute Vormittag Sitzungen und muss Sie deswegen gleich wieder verlassen. Ja, die Welt verändert sich, die Digitalisierung und die damit verbundenen Entwicklungen und Errungenschaften verändern unsere Gesellschaft, verändern unser Leben, machen es in vielen Bereichen nicht nur anders, sondern oft komplexer, aber oft auch doch einfacher. Allein für das, was dieses mittlerweile bei vielen, bei Ihnen allen, schätze ich mal, allgegenwärtiges Smartphone kann, hätte es vor 15 Jahren noch zahllose Geräte gebraucht, die wir gar nicht alle mit uns rumtragen konnten oder es hat die Geräte gar nicht gegeben. Dennoch habe ich heute im Lauf des Vormittags Ihre Veranstaltung so ein bisschen verfolgt, nämlich via Twitter. Und jemand, der vielleicht gleich sich outet, hat getwittert, neue Technik allein wird die Geisteswissenschaft nicht verändern. Ja, was? Ich kann Ihnen nur zustimmen. Ich kann Ihnen nur zustimmen. Ich habe letzte Woche die Didakta besucht und mein erster, ich komme in die Halle rein und als erstes lese ich, wie Technologie eine ideale Lernumgebung schafft. Das habe ich auch getwittert und drunter geschrieben, nö, mit Technologie alleine geht es nicht. Denn es geht eigentlich tatsächlich um Öffnung und um Vernetzung und um Austausch und da ist die Technik sehr hilfreich, aber nicht alleine Voraussetzung. Insbesondere das weltweite Netz, dieses Internet, von dem jetzt alle reden, hat unsere Kommunikation und unsere Art zu arbeiten revolutioniert. Heute können wir über nationale, kulturelle, aber auch über hierarchische Grenzen hinweg mit aller Welt kommunizieren. Wir vernetzen uns und arbeiten in virtuellen Teams, wie wir das vor noch 20 Jahren uns gar nicht vorstellen könnten. Dazu kommt eine Verfügbarkeit von Informationen in unserer Hosentasche, die unsere Vorstellung vom Lernen und vom Arbeiten fast ebenso revolutioniert. Freier Zugang zum Wissen dieser Welt für alle statt Wissen ist Macht. Das ist es, was eine freie und offene Gesellschaft ausmacht und wie eine Informations- und Wissensgesellschaft tatsächlich auch tickt. Und deshalb sind dieser Zugang, dieser freie Zugang zum Wissen und die Kompetenz im Umgang damit, manche nennen das Informationskompetenz, heute die wichtigsten Voraussetzungen für gesellschaftliche Teilhabe. So manchem wird es heute schon zu viel mit dieser vielen Informationen. Tatsächlich scheint es auf den ersten Blick, als verfügten wir heute über eine im Vergleich zu früher ungeheure Menge und Vielfalt an Informationen. Manche nennen das schon Informationsflut oder andere sprechen von einem Datentsunami, ein Wort, das ich wirklich liebe. Wenn es aber um gesicherte Informationen, also um geprüfte, gesicherte Daten, um Wissen oder gar um
Wissenschaft geht, und darum geht es hier ja bei Ihrer Tagung, dann sehen wir, dass ausgerechnet hier der digitale Zugang zu wissenschaftlichen Daten und Quellen, vor allem aber zu den allerneuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen, immer noch mit sehr hohen Hürden verbunden ist. Neue wissenschaftliche Erkenntnisse werden nämlich durch die Veröffentlichung bei renommierten Verlagen nur einem gut bezahlenden Publikum zugänglich gemacht. Und eine Zweitveröffentlichung ist im Rahmen dieser Lizenzen nicht erlaubt. Das Wissen, die neuen Erkenntnisse bleiben also nicht öffentlich, obwohl sie oft genug durch die Förderung mit öffentlichen Mitteln erst ermöglicht wurden. Selbst die Hochschulen und ihre Bibliotheken können und wollen die enormen Summen für wissenschaftliche Magazine oft gar nicht mehr ausgeben. Und außerhalb der Hochschulen ist der Zugang ganz verwehrt. Freies Wissen, offener Austausch, vernetztes Arbeiten, das geht so natürlich nicht. Ohne Austausch und ohne Vernetzung aber bleibt die Wissenschaft oft, viel zu oft, unfruchtbar. Die für wissenschaftliche Arbeiten erhobenen Daten werden gehütet wie ein Schatz. Und das sind sie ja auch, ein großartiger Datenschatz. Der wahre Wert dieses Schatzes ergibt sich aber erst, und das ist ganz neu, durch das Teilen. Der wird sogar größer durch das Teilen, durch das Nutzen, durch das Mehrfachnutzen. Mit jeder zusätzlichen Verwendung, Verwertung, Auswertung einmal erhobener Daten in ähnlichen oder ganz unterschiedlichen wissenschaftlichen Kontexten erhöht sich ihr Wert. Faszinierend eigentlich. Der kostenfreie und offene Zugang zu wissenschaftlichen Erkenntnissen und Daten in der Wissenschaftsszene und in der Netzpolitik unter den Begriffen Open Access, ich sage es jetzt eben doch, und Open Data bekannt, rückt deshalb immer mehr und zu Recht in den Fokus anderer Länder. Und das sehen wir mit neidvollem Blick, sind da aber viel weiter als wir hier in Deutschland. 2013 haben die USA unter Präsident Obama die Verpflichtung zu Open Access im Rahmen ihrer Forschungsförderung verankert. Die Europäische Union hat sich zum Ziel gesetzt, dass bis 2016 mindestens 60% aller Ergebnisse aus öffentlich geförderter Forschung frei zugänglich sein sollen. Und im aktuellen Rahmenprogramm der EU zur Förderung von Forschung und Innovation, Horizon 2020, ist die Open Access-Veröffentlichung für alle wissenschaftlichen Publikationen verpflichtend. Das bringt, glaube ich, auch wirklich Schritte nach vorne, diese Verpflichtungen. Als Pionier in der EU muss Großbritannien gelten. Bereits 2004 hat das britische Unterhaus das Zweitveröffentlichungsrecht für wissenschaftliche Autorinnen und Autoren empfohlen, damit diese ihre Artikel in öffentlich zugänglichen Repositorien auch zur Verfügung stellen können. Dadurch sind in Großbritannien mittlerweile ist eine große Zahl solcher Repositorien entstanden und es gibt einen hohen Anteil öffentlich zugänglicher wissenschaftlicher Arbeiten. In Deutschland werden die Ergebnisse wissenschaftlicher Arbeit traditionell in renommierten privaten Fachjournalen veröffentlicht. Und insbesondere in den Geisteswissenschaften hat das dort gedruckte Wort eine geradezu symbolische Bedeutung. Erst die Publikation und dann die Zitation in anderen Werken gilt als Nachweis wissenschaftlicher Qualität und bringt die gewünschte Anerkennung. Einer Open-Access-Veröffentlichung wird diese Anerkennung in deutschen Wissenschaftskreisen leider noch nicht in dem Maße entgegengebracht, wie wir es uns wünschen würden. Und selbst den traditionellen, aber ausschließlich online erscheinenden Zeitschriften schlägt von Seiten der Autorinnen und Autoren leider auch, aber auch von den Gutachtern ein gewisses Misstrauen entgegen, völlig zu Unrecht, wie auch Untersuchungen ergeben haben. Dennoch hat die traditionelle Verlagsveröffentlichung ihre Wahrnehmung, ihre Anerkennung, auch ihre Begründungen, wir können sie nicht einfach so vom Tisch wischen, schon gar nicht ausschließlich durch politisches Handeln. Die Wissenschaftscommunity muss am Wandel ihrer Anerkennungskultur arbeiten. Gemeinsam sollten wir so weit kommen, dass zumindest die digitale Zweitveröffentlichung als Open Access mehr und mehr dann auch zur Regel wird. Denn bei Open Access gibt es eigentlich nur Gewinner, während die Autorinnen und Autoren wissenschaftlicher Publikationen für die Wahrnehmung und Anerkennung durch die ausschließliche Veröffentlichung bei einem renommierten Verlag mit der vollständigen Abtretung ihrer Rechte bezahlen, gewinnen sie durch die Zweitveröffentlichung Leserinnen und Leser, sowohl unter Kolleginnen und Kollegen als auch darüber hinaus. Die Publikation wird durch eine frühe elektronische Verfügbarkeit, zum Beispiel als Preprint, außerdem schneller und häufiger durch Kollegen zitiert und gewinnt dadurch natürlich auch an Wahrnehmung und Reputation. Die Wissenschaft gewinnt durch Open Access in jedem Fall, denn der offene Zugang zu Forschungsergebnissen begünstigt den wissenschaftlichen Austausch und erlaubt einen breiten wissenschaftlichen Diskurs innerhalb der Fachgemeinde, über Fachgrenzen hinaus und darüber hinaus, nämlich auch hinaus in die Gesellschaft, die sich dieser Erkenntnisse auch bedienen kann. Und da sind wir bei einem weiteren Gewinner eines offenen Zugangs zu wissenschaftlichen Erkenntnissen und Daten, und das ist die Gesamtgesellschaft, die über Suchmaschinen, über Weblogs, über Diskussionsplattformen, über Wikis und soziale Netzwerke am Wissen und einem offenen Diskurs darüber teilhaben kann.
Die SPD-Vertreter haben deshalb in den Verhandlungen zur Großen Koalition dafür gesorgt, dass im Koalitionsvertrag vereinbart wurde, ich zitiere, wir werden eine umfassende Open-Access-Strategie entwickeln, die die Rahmenbedingungen für einen effektiven und dauerhaften Zugang zu öffentlich finanzierten Publikationen und auch zu Daten, Open Data, verbessert. Wir setzen uns deshalb auch dafür ein, dass das Bundesministerium für Bildung und Forschung seine Mittelvergabe künftig von einer Open-Access-Veröffentlichung abhängig macht. Die Zielsetzung der Europäischen Union müssen wir uns zu eigen machen. Und unsere Devise muss dabei lauten, wer öffentliche Gelder für die Forschung erhält, der soll auch öffentlich publizieren können. Gerade die außeruniversitären Forschungseinrichtungen sind im Open-Access-Bereich schon sehr weit. Max Planck sind wir hier zu Gast. Fraunhofer-Gesellschaft, Helmholtz und Leibniz-Gemeinschaft verfolgen eigene Open-Access-Ziele. Das finde ich großartig. Mittelfristig will meine Fraktion deshalb die Finanzierung auch der außeruniversitären Forschungseinrichtungen davon abhängig machen, dass zumindest nach einer Frist von maximal 12 Monaten die veröffentlichten Ergebnisse auch frei zugänglich gemacht werden. Dabei bedeutet Open, und das möchte ich ganz ausdrücklich betonen, nicht kostenlos und schon gar nicht umsonst. Die traditionelle Publikation verursacht gerade durch ihre Qualitätssicherung erhebliche Kosten, und das gilt natürlich auch für die Veröffentlichung im Open Access. Die SPD-Bundestagsfraktion schlägt deshalb auch vor, für die Finanzierung von Open Access einen Fonds einzurichten, aus dem die Publikationsgebühren bei renommierten Medien, insbesondere für Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, gefördert werden können. Die Vereinbarung einheitlicher Schnittstellen, die Entwicklung einer gemeinsamen Software soll zudem die technischen Entwicklungskosten an der Stelle im Open Access-Bereich auch gering halten. Ich bin der festen Überzeugung, und damit will ich schließen, dann können wir gerne in die Diskussion einsteigen, dass es möglich ist, ein neues Bündnis zwischen Hochschulen, zwischen wissenschaftlichen Autorinnen und Autoren, Bibliotheken, Verlagen und der Leserschaft zu schließen. Lassen Sie uns ein solches Bündnis gemeinsam anstreben, damit bei uns in Deutschland und darüber hinaus auch eine demokratische und vernetzte Wissensgesellschaft entstehen kann. Und ich möchte gerne, sehr gerne noch zitieren, nochmal aus Twitter, was ich selbst zitiert habe gestern aus einem Interview mit Raphael Reif vom MIT. Das Wissen gehört nicht uns, es gehört der ganzen Welt. Vielen Dank.